Jo, herzlich willkommen zu Let's Play Dead Space 3. Nachdem wir im letzten Part nun endlich so einen schönen Schneeanzug gefunden haben und Buckley ist tot, gehen wir jetzt wieder raus in die Kälte. Auf geht's. Gut, fast, aber jetzt geht's raus. Ausgang der Wegstation. Ja, wir müssen jetzt mal das Sekundärziel erfüllen, und zwar haben wir vor zwei Parts so einen Raum, also Gebäude gefunden, wo wir so eine Checkkarte braucht haben. Und jetzt kommen uns schon ein paar Monster entgegen, aber die können wir gekonnt ausschalten. Gut, das war's. So, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo die war. Ich glaube, die ging in die Richtung. Ich bin mir nicht so genau sicher. Wir sind ja irgendwo mal da oben rumklettert. Ach du Scheiße. Okay, die ganzen Schneemonster sind auch wieder da. Wollen ein bisschen mit uns spielen? Ne, da kommen wir nicht hoch. Ah, oh, jetzt ist die Frage, wo war das? Unser Ziel sagt, wir müssen da lang, aber da wollen wir nicht lang, denn da geht's zu Ellie. Und Ellie wollen wir später wieder treffen. Wir wollen jetzt erstmal hier lang. Was ein Kotze ist auch im Schnee. Kotze ja da mit Matsch, oder? Komm wieder auf. Gut. Ein bisschen Somatgel. Was hat der eigentlich gegeben? Munition. Ja, Munition ist ja in dem Spiel richtig gut vorhanden, also. An Munition wird es nicht mangeln, höchstens ein paar Medikits. Gibt es doch keinen. Aber in die Höhle müssen wir, glaube ich, rein. Da sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Glaubst du, dass wir in der Höhle waren? Ja, hier sind wir da durchgelaufen. Und dann waren hier, glaube ich, viele Monster. Wolfram. Gut. Wolfram ist natürlich. Wolfram ist, glaube ich, die seltenste Rohstoff in dem Spiel. Ne, da geht es nicht lang. Das ist der seltenste nutzvolle Rohstoff. Und du bist nicht nutzlos. Oh Gott. Natürlich spring auf mich Vollgas mal zu. Oh, da steht auch noch einer rum. So, aber jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir nachladen. Schnell, schnell, schnell. So, Matsch. Achso, der sieht nichts, weil der Kopf ab ist. Ja, ohne Kopf tut es sich immer schwer. So, jetzt muss ich aber nur ganz kurz mein Headset schnell ein bisschen leiser machen. Auf der Sound ist im Video nicht so laut, aber eigentlich habe ich nichts verstellt seit dem letzten Mal. Gut, paar Halbleiter. Energiewandler. Wir haben schon richtig viel Schuss. 327 Schuss auf dem Plasma-Cutter. Wow. Gut. Da müssen wir hin, also sind wir von da kommen. Gut, so viel wissen wir jetzt dann auch schon wieder. Ne, da ist eine Sackgasse. Aber wir sind doch hier durchgelaufen. Ich will das jetzt eigentlich schon finden, also wir werden jetzt so lange zoomen, bis wir das hoffentlich irgendwann mal finden. Sackgasse. Also ich laufe hier doch nur im Kreis rum, Mann, Mann, Mann. Aber wir sind hier doch durchgelaufen, da geht's zum Ziel, also lad schon mal da zurück und vielleicht bin ich ja da links abbogen. Mann, ich habe echt so ein gutes Gedächtnis. Gut, man muss sagen, ich habe das Spiel seit 1,5 Wochen nicht mehr angerührt. Warum? Keine Ahnung. Ich habe Urlaub gehabt und ich war relativ faul im Urlaub. Das ist, was so im Urlaub halt normal ist. Kleines Medikit. Da hinten ist eine Fackel. Genau, wir können den Fackeln auch folgen. Da vorne vielleicht. Ne? Irgendwas höre ich so. Dung-dung, dung-dung. Egal, jetzt zoomen. Was ist da vorne? Genau, wir sind durch das Haus gegangen. Ah, okay. Wir scheinen auf dem richtigen Weg zu sein. Oh Gott, ich muss den ganzen Weg dann auch nochmal zurück. Egal, zurück ist ja locker, weil da ziehen wir unsere Brotkrümelspur. Warte, da sind ein paar Wandler. Sonst irgendwas hier drin. Ne, schaut nicht so aus. Ist natürlich jetzt voll cool, dass wir jetzt im Schnee rumlaufen können, ohne dass wir ständig auf die Temperatur vom Eisack schauen müssen. Stimmt, hier warm. Und dann. Aber wo war denn der? Ich kann mich so schlecht davon. Hey, könnte es sein? Könnte es sein? Ja, wir haben ihn gefunden. Natürlich wartet hier einer. Warum gibt es denn gerade so Erdbeben? Egal. So, die Karte haben wir gefunden. Einstecken und Tür öffnen. Hoffentlich sind jetzt da gescheite Rohstoffe drin. Oh, schön. Fliegt mein Kopf durch die Gegend. Okay, dann schauen wir mal rein, was hier nach so langem Rückweg für nutzvolle Dinge gibt. Bearbeitung, geh auf. Cool. Optionalmission, Vorratslager.
Da ist eine Bank, da ist ein Anzugding. Wo geht's weiter? Okay, das zeigt mir jetzt an. Die Primärmission. Gut, die nützt uns jetzt wenig. Schauen wir mal kurz in die Bank rein, wie unser Safe aufschaut und so weiter. Safe, ja, Munition schaut ganz gut aus. Die 5 legen wir nur ab. Aber die nehme ich dann doch, glaube ich, nochmal mit. Gut, das schaut gar nicht schlecht aus. Mit dem können wir einiges anfangen. Dann würde ich sagen, wir schätzen, dass wir hier dann rein müssen. Dann werde ich nur kurz bei der Anzugstation vorbeischauen. Vielleicht können wir unseren Schneeanzug ein bisschen aufwerten. Dass er vielleicht ein bisschen, keine Ahnung. Grip Upgrade, deine Gesundheit. Ja, Gesundheit wäre schon mal cool. Trefferpunkte haben wir ja gemacht. Ja, ich weiß, dass ich den schon habe. Luft ist eigentlich nutzlos hier auf dem Planeten. Da brauchen wir Wolfram und da brauchen wir Wolfram. Trefferpunkte. Ja, ich glaube, die hau ich nur rein. Jawohl. Das nehme ich nur an. Das nächste wäre dann... Das wäre auch nicht verkehrt. Stase. Nee, Stase. Obwohl, Dauer. Dauer hauen wir vielleicht mal die Wandler rein. Und sonst, da haben wir ein paar Halbleiter, Wandler. Was brauchen wir da? Nee, das passt. Und was haben wir noch? Chinese? Schaden. Was kann ich mit Chinese an Schaden machen, wenn ich die Gegner zurückschleue? Okay, machen wir auch mal. Das kostet nicht so viel Altmetall. Dann Reichweite. Machen wir auch mal. Altmetall haben wir eigentlich sehr viel. Gut, aber das war's erstmal. Was haben wir jetzt sonst noch hier rumliegen? Ein schönes Schneefahrzeug. Mit dem würde ich eigentlich keine Runde drehen. Geht das? Komm, lass ihn rein. Da wird noch viel schneller zurückkommen. Nee, geht nicht. Hier haben wir. Lumley! Russo! Ist da wer? Verdammt, hier ist niemand. Jemand hat die Musik eingelassen. Synchronisieren Sie Ihren Ortungssender mit Sergeant Lumleys Rig. Wir sollten den Transponder seines Anzugs empfangen. Warum hat der General uns hierher geschickt? Junge, ohne Mampf kein Kampf. Ohne Nahrung und Waffen würden wir keine Woche auf diesem Planeten überleben. Lumley hat beides. Kacke. Ah, Kacke, ja, es ist, so, es gibt zwei, wir können in den Aufzug rein, oder wir... Jawohl, jetzt haben wir sie erhalten. Gut, dann müssen wir hier lang. Jetzt ist die optionale Mission aktiviert. Und hier sind natürlich auch so super Schneemonster drin. Der nächste, schnell nachladen. Und, boom. Aber die Musik ist nur an. Jetzt ist sie aus. Okay, und dann nur eine Frage an euch, Textlog, ja, dann schauen wir mal, wie lange es ist. Haben wir uns schnell lesen können. Ja. Erste Landezone eingerichtet. CMS Franklin und CMS Rosier mit Ausrüstung und Personal unterwegs. Aufbau des Lagers schreitet voran. Sergeant George Joshan und 21. Bla 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 bla. Gut, lest es selber durch. Ihr könnt ja auf Pause drücken, weil das dauert jetzt. Okay, da kommt es wieder abschalten unten. Seit es doch ein bisschen lang dauert und so interessant sind die Textlogs nun auch wieder nicht. So, und hier, ja, wo war ich gerade stehen geblieben? Und zwar mit dem Waffenbauen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was gut ist. Superbot wartet an der Bank. Ja, das ist schön von dem Superbot, dass er da wartet. Was an den Waffen jetzt so gut sein soll? Also, ob ich einen Plasmaschuss haben soll oder eher mehr das Maschinengewehr oder keine Ahnung. Was ist jetzt gut in dem Spiel? Ja, Superbot ist zurück. Na, wo ist es denn da oben? Jetzt haben wir's. Wo sonst war ja, glaube ich, nichts mehr rumliegen. Nö, dann schauen wir mal eine Runde weiter in den nächsten Raum rein. Was uns da für Scheiße erwartet. Was liegt denn da schon wieder rum? Könnt ihr den Müll nicht mal aufräumen? So, einmal geht's hoch und einmal geht's durch. Also geht's hoch. Oben liegt bestimmt was Schönes für uns. Ja, natürlich liegt da was Schönes. Oh, geil, da war ein Haken. Ihr habt's doch gesehen. Ja, keine Ahnung, kannst du mal reinschreiben, wie die Waffen zusammenbauen und so, also ob ein Militärantrieb oder ein Plasma kann oder was weiß du nicht, was sie da alles einbauen kann. Ich hab's das ja vorhin mal angeschaut, bevor ich die Session gestartet habe, aber ihr habt mich da ehrlich gesagt nicht auskennt. Viel zu kompliziert für mich und deswegen schauen wir jetzt mal weiter. Ist wieder so viel Schneemobile hier drin. Okay. Du auch noch? Ja, den Plasma-Cutter, den finde ich eigentlich relativ gut. Der macht nur ein bisschen wenig Schaden. Das ist das Einzige, was ich am Plasma-Cutter anmägeln kann. Die andere Waffe ist zwar auch cool, aber die braucht halt ewig zum Nachladen. Und wir schauen es mal kurz an.
Da, der Boost, der ist wie bei der Strahlenkanone aus dem Vorgänger. Aber die braucht halt ewig zum Nachladen, also von dem her... Weiß nicht, ob die so ideal ist. So, jetzt räumen wir erstmal die ganze Masche hier wieder bis hier raus. Wandler, Medipack, Altmetall, alles was wir gebrauchen können. Was die hier alles so in sich haben, Altmetall, also ich habe kein Altmetall in mir. Zumindest weiß ich nichts davon. Das sieht jetzt cool aus. Das muss ich echt sagen, nice. Obwohl es nur eine kleine Ecke ist, aber das gefällt mir irgendwie. Irgendwie gefällt mir das, geil gemacht. Schöner Moment mal wieder im Spiel. Und weiter geht's. Und natürlich nochmal. Aber hier geht's lang. Ah, da sind ein paar Kästen. Hier haben wir gedacht, warum machen die jetzt so einen Weg, der was nicht aufhört. Und hier ist schon wieder so Eis. Das sieht echt cool aus. Also mit dem Eis gefällt mir sehr gut. Sieht nach einem großen Raum aus. Ja, komm mal. Boah, fuck. Ach so, das da. Auf das ist... Ja. Sieht nicht so gut aus. Lecker. Sind wir jetzt wieder... Wo sind wir denn jetzt? Da oben auch noch. Oh Gott. Irgendwann kommt das Spiel, glaube ich, an den Punkt, wo es nicht mehr schön wird. So, ein paar Wandler und Altmetall. Und hier haben wir wieder eine schöne Nachricht. Okay. Auf diesem Planeten geht was echt Krankes ab. Was verdammt Krankes. Mach uns vollkommen. Was meinen Sie, was das heißt? Warten. Bitte, Sir. Können wir nicht einfach hier verschwinden? Nein, noch nicht. Der Transponder ist weiter drinnen. Sind Sie verrückt geworden? Sir, warten Sie auf mich! Ja, machen Sie uns ganz gedeschi wieder. Aber Nicole ist ja eigentlich tot. Also wer bringt denn die Nachricht mit diesem Mach uns ganz? Keine Ahnung, werden wir bestimmt im weiteren Spielverlauf... Störung? Störung? Störung. Ja, hinter mir und natürlich bestimmt vor mir auch. Wow, das war knapp. Boah, das war mal richtig knapp. Nochmal. Jetzt bleib mal liegen, Kollege. Wir stecken jetzt natürlich nochmal zwei von den Kollegen. Kollege, was machst du denn da? Jetzt metzelst du mal nieder, Isaac. Der ist fertig, der ist fertig. Und nochmal einer, natürlich. Wir haben ja noch nicht genug für heute. Und drauf. Oh, der war nicht geplant. Und scheiße. Komm, Zweikampf. Jawohl. Oh shit, das wird eng. Du jetzt noch. Okay, es kommen viele hier drin. Nein, das war ein falsches Punkt zum Nachladen. Egal, den kriegen wir noch. Komm, schieß. Oh, verdammt. Hinten einer. One-Hit, cool. Gut, Musik ist aus, das heißt, wir haben es wieder mal geschafft. Gesundheit auffüllen und jetzt die ganze Scheiße immer wieder aufnehmen. Da Wolfram, ganz wichtig. Und ich habe auch gesehen, bei irgendeinem anderen Let's Player, die spielen das als Together, also als Koop-Ding. Und da gab es irgendwann mal, ich glaube in meinem zweiten Part, da waren wir in dem, da waren wir in der Stadt unterwegs, wo uns die Menschen verfolgt haben. Und die haben alles untersucht und die haben sogar, da gab es irgendwo einen Hirschkopf an der Wand. Und da waren... 20 Wolfram, ich weiß gar nicht, irgendwie irgendeine bestimmte Anzahl an Wolfram drin in dem Hirschkopf. Ich bitte euch, ey, wer kommt da drauf? Den haben sie dann aufgeschossen und dann kam das Wolfram rauf. Gut, aber so viel genau zu anderen Let's Play. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier weiterkommen. Zu diese engen Räume. Ein Buch. Ist doch das die Unitology-Zeichen, oder? Unitology-Kirche, bla. Kann sein. Sind wir denn jetzt gelandet? Okay, hier fehlen Batterien. So viel habe ich jetzt schon mitbekommen. Aber es ist auch wieder so ein großer Raum. Große Räume verbürgen meist große Gefahr. Große Weisheit von mir heute, ja? Licht, Milch. Wow, fuck!
Hinter mir? Nö, hinter mir noch nicht. Okay, dann verstecken wir uns erstmal hier. Ach komm, der sieht nichts. Oh, da kommt Kotzi. Da kommt einer schnell. Straße. Nein, warum? Der hat doch gar nicht mal kotzen können. So, fertig. Na, irgendwo atmet nur einer. Ja, natürlich kommt da noch weg. Hallo, Kollegen. Nein. Boah, scheiße, bin ich schlecht im Ziel heute. Nochmal Straße. Oh, Mann. Ja, natürlich. Wie viel kommen denn da? Kollegen. Schieß, danke. Und nochmal. Ist hinter mir irgendeiner? Nee. War nur eine Flosse. So, jetzt komm her, Schnucki. Scheinbar sind wir fertig mit dem Raum. Hat ja auch lang genug gedauert. Also am Monster kommen hier in diesem Part echt viele. Musik zieht aber schon wieder an mit ihrer Dramatik. So, hier haben wir einmal ein Batterieding. Da unten habe ich eine Batterie gesehen. Okay, wir können viele Räume aufmachen. Ich glaube, das ist eine große Optionalmission. Ihr dacht, wir laufen da jetzt nur kurz zurück. So, wenn ich die hier rausziehe, was passiert dann? Nichts. Nee, nichts. Gut, dann setzen wir sie. Wo muss ich ihn hin? Um die Ecke. Aber da setzen wir sie zuerst mal hier ein. Damit diese Tür aufgeht. Wir wollen ja alles sehen. Oder auch vielleicht nicht. Die wollt ihr jetzt nicht unbedingt sehen. Auch war jetzt nicht gefasst. Okay. Muss anscheinend ein bisschen aufmerksamer sein. Ah, der war schon wieder da oben gehängt. Ja, ich habe einen Tipp gekriegt. Ich soll ein bisschen öfters an die Decke schauen. Ja, guter Tipp. Was war das gerade? Nein, was habe ich jetzt aufgenommen? Repartierer. Was ist ein Repartierer? Ich kenne mich doch mit dem Scheiß nicht aus. Egal, irgendwann werde ich mir mal eine Stunde Zeit nehmen und da werden wir mal einen Hammer-Part sehen, wo ich nur eine Waffe zusammenbaue. So, dich zieh mir wieder raus. Komm raus. Hallo. Ich zieh dir gleich ein. Geh halt her. So, wir müssen da lang, aber ich will da oben nur reinschauen. Wie komme ich da hoch? Gut, Batterie ist oben. Okay, wir müssen da lang, das heißt, wir schauen jetzt echt zuerst da hoch. Moment, Orientierung kurzzeitig verloren. Und hoch geht's. So, mit der Partlänge, ja, ich habe mitgerückt. Anscheinend sind bei Dead Space die längeren Parts beliebter. Ja, wir sind doch von da kommen. Oder? Ich dachte, wir sind von hier kommen. Ja, wir sind doch von hier kommen. Stimmt, da wo gehört dann die Batterie hin? Was hat er jetzt für Tür aufgemacht? Hm. Gute Frage. Irgendwas muss sie doch gemacht haben. Sonst wäre da nicht so ein Elektro-Ding zum Einstecken. Oder vielleicht. Moment, schauen wir mal. Vielleicht ist die eine Tür jetzt da hinten auf. Nein. Jetzt ist die frei. Was hat die für eine Tür aufgemacht? Was macht die Batterie? Da gibt's doch gar nichts, oder? Hier, die macht die Tür auf. Okay, so viel schlimmer schlau. Der hier wird die Tür aufmachen. Und was macht dann die da oben? Gibt doch keine andere Tür hier drin. Keine Ahnung, ist einfach da, damit es da ist. Anscheinend können wir vielleicht da zurück. Was weiß der nicht. Könnt ihr in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall werde ich jetzt dann den Part demnächst beenden. Batterie Pfeffer machst du mal wieder da runter. Ne, hier ist keine andere Tür. Keine Ahnung, was die Batterie gemacht hat. Wenn es einer von euch ist, wäre ich dafür dankbar, wenn das in die Kommentare schreibt. Auf jeden Fall rennen wir jetzt erstmal dahinter und stecken die Batterie in das Loch rein. Komm, geh rein. So, warum kommt die jetzt nicht da rein? Jetzt da. Okay, war anscheinend ein bisschen hartnäckiger. Muss mal gescheit reinstopfen. Oh, geil. So, aber jetzt würde ich sagen,
mit diesem schönen, appetitlichen Bild wollen wir euch jetzt für heute alleine lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Dead Space 3. Danke fürs Zuschauen und ciao.